Genau, von Castcrafter. Das ist nämlich unser Format für externe Let's Player. Das heißt, wenn du ein Let's Player bist und mal einen Beitrag einreichen willst, dann kannst du in dem Format Let's Show ein Spiel 2 Minuten anspielen und uns quasi mitteilen, wie du das Spiel findest. Zuletzt hat das der Castcrafter gemacht und der hat das ziemlich gut gemacht. Und zeigt euch jetzt Bastion, ob das Spiel was taugt oder nicht. Viel Spaß damit. Ja, servus, grüß und hallo. Mein Name ist Castcrafter und ich will euch heute das Spiel Bastion vorstellen. Entwickelt wurde das Spiel von Supergiant Games und es ist erstmals für den PC am 16. August 2011 via Steam erschienen. Zurzeit kostet das Spiel auf Steam 13,99 Euro, es war aber auch eine Zeit lang in dem Humble Indie Bundle 5 zu haben. Da habe ich mir das Spiel gekauft und ich muss sagen, es hat sich gelohnt, ich habe den Kauf bis jetzt immer noch nicht bereut. Verkauft wird das Spiel, bzw. vertrieben wird das Spiel von Warner Bros. Interactive. Und man kann im Groben und Ganzen sagen, das Spiel lässt sich so in die Genre Indie, Fantasy, Action-Rollenspiel, Hack and Slay einzuordnen. Es orientiert sich so ein bisschen an den typisch klassischen Action-Rollenspielen wie Diablo, nur ist die Spielaufmachung halt ein bisschen anders. Ziel des Spiels ist es, eine Welt wieder aufzubauen. Die Welt von Bastion, die wurde früher durch die Katastrophe Kelmiti zerstört und dadurch in unzählige Teile zerrissen. Ihr könnt über den Skyway dann in verschiedene Welten reisen und müsst dort immer einen Kern finden und den Kern wieder zurück zu der Hauptbase bringen. In dem ganzen Spiel begleitet euch ein Erzähler namens Ruck und ihr erfahrt dann eben immer in dem Spiel die ganze Zeit immer mehr über die Story. Das heißt, ihr kriegt Stück für Stück die ganze Story mitgeteilt. Ihr habt nicht von Anfang an die ganze Story, was passiert, sondern ihr kriegt es eben erst über das Game mit. Ja, das Spiel ist englischsprachig, hat aber Untertitel auf Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch, also für jeden eigentlich was dabei, denke ich. Visuell kann man sagen, das Spiel ist in 2D gehalten, ihr schaut aber von oben auf eure Spielfigur, also Third Person praktisch. Fachbegriffe würde man sagen, es ist eine isometrische Perspektive, aber darum kümmern wir uns nicht. Ja, das Spiel ist ab 12 Jahren freigegeben, also ich denke, jeder von euch kann das eigentlich spielen, hoffe ich zumindest. Und ja, im Großen und Ganzen kann ich persönlich sagen, ich mag das Spiel wirklich gerne. Es ist ein Spiel, das man zwischendrin einfach mal zocken kann, wenn einem langweilig ist. Es ist vielleicht ein bisschen zu leicht gehalten. Die Gegner sind zwar teilweise echt schwer, aber im Ganzen ist das Spiel ein bisschen zu leicht. Ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr ein Spiel für zwischendrin braucht, dann holt euch das. Ja, ich kann mehr dazu eigentlich überhaupt nicht sagen. Es ist ein klasse Spiel, macht richtig Spaß zu spielen und man hat eben diesen gewissen Weitermachfaktor. Man will immer weiterspielen, man merkt gar nicht, wie weit man gespielt hat. Aber ich würde sagen, das war es soweit von mir. Ich gebe an der Stelle zurück ins Studio. Bis dahin, tschüss.